So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir sind immer noch in der Brennkammer. Hallo. Eieiei. Ui. Jetzt kriege ich Angst. Schnell weg hier. Da Ziemlich ist sie. laut. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, bestimmt. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Nein, danke. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Episch. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Oh mein Gott. Was? 19 schon? Okay. Ich räume das für dich weg. Was für Danke. ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Yay. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, das klingt doch schön. Ah, da ist er wieder. Hey. Hallo. So, weiter geht's. Und wieder einmal der Ladebildschirm. Und nein, ich werde ihn nicht rausschneiden. Zu viel Arbeit. Erst Teil 2 von 10. Oh mein Gott, das wird ein Verzeih Riesen-Let's das Play. Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Okay. Wo sind hier die Laser? Machen wir mal so. Oder aber so. Nee. Also da muss eins hin und da. Nee. Da. Nee. Ach, da! Ah, aha. Jetzt. Ach so, ja, klar. Zuerst drauf und dann. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Oh ja. Und ich denke, es sind mehr als 22. Puh. Naja, 60 Jahre haben wir jetzt Zeit. Das ist lang, also. Mal gucken, was noch kommt. Episch.
Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. In welcher Ecke? In welcher Ecke? Hä? Ich dachte, der ist tot. Na egal, er lebt wieder. Das ist die Hauptsache. Uah. So, perfekt. Oh, und jetzt brauche ich noch einen. Hä? Hä? Ach so. Kann ich hier ein Portal setzen? Ja, kann ich. Dann kommt hier eins hin. Und... Aha, okay. Na, wenn die das so wollen. What the fuck? Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja, das wusste ich auch schon vorher. Let's Player sind immer schreckliche Menschen. Darf ich mich überhaupt so nennen? Bin ich ein Let's Player? Hä? Egal, weiter geht's. Nach dem Aperture. Laboratories. Ladebildschirm. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Wissenschaftlich. Danke, Mama. Laser auf Knopf mit diesem komischen Kubus. Aha. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Boah, ja, so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Dahin und... Dahin. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ja, natürlich. Gegen die Wissenschaft. Und schon wieder einer, also... Ja. Okay, ihr müsst mitleben, ich muss mitleben. Alle müssen. Hallo, hallo. Nein. Hallo, jo. Oh, ich kann nicht pfeifen. Mein Gott. Moment. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ja, dann zock ich. Ne? Yeah. What the fuck? Puh, es wird echt anspruchsvoll. Aber... fail.
Ja, jetzt muss ich irgendwie darüber. Aha, vielleicht ja so. Ja. Nein, so wollen wir es nicht. So. Fail. So. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Eins muss man dir lassen. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Ist gut, GLaDOS. Ah, ich muss zuerst den Knopf drücken. Ja, weiter. Boah. Boah. Fast wäre er runtergefallen, ey. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Schwabbel, 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 schwabbel. Was hatten die gegen mich? Ich hab sie doch nur umgebracht. Oh, noch die Kammer und dieser Ladebildschirm. Und dann mache ich wieder Schluss. Mein Gott. Es lädt und lädt und lädt. Ein Kubus und er wird geschossen. Okay. Lauter Kubus hier. Das waren lauter Kubusse. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Aha. Knopf drücken. Zurückgehen. Okay. Okay, da muss ich einen richtigen Moment abpassen. Ja, genau so. Hooray! Hooray! Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja! Und es gibt einen Stopp. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!